Der Brite Bemba Hance macht derzeit eine Pilgerwanderung zur COP26, zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow. Das Besondere dabei, der Künstler hat einen 3 Meter großen Polarbären als Begleiter dabei. Mit seiner Aktion will er auf den Klimawandel und dessen weltweite Auswirkungen aufmerksam machen. Clarion the bear is not a bear, he is a metaphor. Der Bär Clarion ist kein Bär, er ist eine Metapher. Er ist ein Symbol, ein sehr offensichtliches Symbol. Ein Eisbär repräsentiert die Arktis, wo es ein Problem mit schmelzenden Eiskappen gibt. Es ist so ein starkes Bild, wie ein Bär durch die englische üppige und grüne Landschaft reist, selbst wenn es in Strömen regnet. Hance, ein ehemaliger Filmset-Ausstatter, hat seine Reise in seine Heimatstadt Bishop's Castle in England am 10. Oktober begonnen und will rechtzeitig zum Start der COP26 am 31. Oktober Glasgow in Schottland erreichen. Dafür legt er eine Strecke von insgesamt etwa 480 Kilometern zurück. Ich gehe den gesamten Weg mit Einheimischen, die mir jeden Tag beim Gehen und Tragen helfen. Wenn wir genug Leute sind, steht der Bär auf und wird von Stangen gehalten. Wenn es kalt, windig und nass ist wie heute und wir wenige Leute sind, ziehen wir ihn mit dem Wagen. Der Eisbär Clarion wiegt 17 Kilogramm und besteht aus Bambus und Seidenpapier. Bemba Hance antwortet auf die Frage, was seine Motivation für diese Pilgerreise ist. Ich tue es, weil mir derzeit nichts Besseres einfällt. Ich habe diese Skulptur, mit der ich die Menschen verstärkt auf die Klimakrise aufmerksam machen möchte. Und ich treffe nette Leute und halte Vorträge in Volksschulen, wenn ich vorbeikomme. Die internationale Klimakonferenz COP26 findet vom 31. Oktober bis 12. November statt.